Neun Schulen in 10 Jahren. Mann, oh Mann. Army Bengel? Ja, mein Gott. Das reicht mir. Du wirst bald feststellen, dass Padua nicht anders ist als andere Schulen. Überall dieselben kleinen Wichser mit Scheiße in Hirn. Verzeihung, sagten Sie gerade eben, bin ich im richtigen Büro? Jetzt nicht mehr. Da draußen warten noch andere Vandalen und ein Romanocki. Also husch. Husch! Okay, danke. Patrick Romer. Wie ich sehe, werden deine Besuche zu einem wöchentlichen Ritual. Tja, du, so können wir uns gegenseitig beglücken. Und ich werde das nicht löschen. Sehr witzig, Zwergenpavian. Hier steht, du hättest dich in der Cafeteria entblößt. Das war nur ein Scherz für die Kassiererin. Das war eine Bratwurst. Eine Bratwurst? Das hat sie dir abgekauft? Demnächst reicht eine halbe Wiener, okay? Ist jetzt hübsch. Welcher Clique gehört Sie? So denke ich mal dran, Clique. Das ist Biancas Fletford aus der 10. Klasse. Ich schmachte, ich brenne, ich sterbe. Oh ja, wir haben ganz so hübsch und auch tief im Zufall. Immer Spießer. Es ist allgemein bekannt, dass die Spreadbox-Schwestern nicht mit Jungs ausgehen dürfen. Klar, wenn du das sagst.
Hey! Ich muss da morgen. Wie ist es möglich, dass wir Kat vom Unterricht ausschließen, wenn sie ihre Tage hat? Irgendwann wirst du mal richtig Prügel von diesem Mädchen beziehen. Ich werde sie nicht davon abhalten. Vielen Dank für die Stimmungnahme, Kat. Ich weiß, es muss hart sein, ein Jahr unter Druck und einem schmucken Chor zu überstehen. Aber das nächste Mal, wenn deine Lehrer konfrontiert, weil du für besseres Essen protestierst oder was mit weißen Mädchen sonst so plappern, dann frage dich eins. Warum werden keine Bücher von Schwarzen besprochen? Korrekt, mal. Von dir will ich gar nicht erst anfangen. Ja, geh spazieren. Du gehst mit dir auf den Sack. Hast du es am Morgen? Und tschüss. Über Bobby deine Meinung geäußert hast? Übrigens ist deine Rotenbruch-Operation ziemlich gut verlaufen, falls dich das interessiert. Ich kann dazu nur sagen, dass ich selbst in Eier trete. Der Punkt ist doch der, Kat. Kätzchen? Die meisten Menschen betrachten dich als arrogante Schlampe, ist die beliebteste Bezeichnung. Vielleicht solltest du mal dran arbeiten. Danke. Wie immer war das mal wieder eine aufrufreiche Lektion. Widmen Sie sich jetzt wieder Rachel. Das Glied? Das klingt gut. Wie deine Meinung geäußert hast? Übrigens ist deine Rotenbruch-Operation ziemlich gut verlaufen, falls dich das interessiert. Ich kann dazu nur sagen, dass ich selbst in Eier trete. Der Punkt ist doch der, Kat. Kätzchen? Die meisten Menschen betrachten dich als arrogante Schlampe, ist die beliebteste Bezeichnung. Vielleicht solltest du mal dran arbeiten. Danke. Wie immer war das mal wieder eine aufrufreiche Lektion. Widmen Sie sich jetzt wieder Rachel. Das Glied? Das klingt gut. Voll Wichser. Und Model. Der ist Model? Ja,
irgendwelcher Kleinscheiß. Aber weil so eine riesige Sockenwerbung mit mir laufen. Ehrlich? Ja. Sie sieht an, ist sie immer so eingebildet? Wie kannst du das überfahren? Sie ist total hirnlos. Was redest du da einfach mal mit? Guck sie dir doch mal an. Ihre Augen und ihr Lächeln. Sie ist vollkommen rein. Weißt du was? Du hast einen völlig falschen Eindruck von ihr. Nein, Cameron. Nein. Das da drüben ist eine arrogante kleine Prinzessin mit einem strategisch ausgewählten Sommerkleid, um die Fernsehen uns zu zeigen, dass sie sie nicht haben können. Ich helfe diese Joe zu zeigen, dass er sie haben will. Glaub mir, mein Freund, sie ist das, was ich den Rest unseres Lebens nicht mehr bekomme. Leg sie auf ihre Fixvorlage und such dir was anderes. Nein! Du meinst doch nur du? Nein, du liegst da völlig falsch. Naja, nicht was das Wichsen angeht. Aber dann wird es mir wieder. Du denkst also, ich liege falsch. Ja. Willst du es also versuchen? Klar. Trifft sich ja super. Sie sucht gerade einen neuen französischen Nachhilfelehrer. Ist das dein Ernst? Das wäre fantastisch! Du kannst also Französisch? Ja. Nein. Aber schon bald. Hey, dein Disney-Mädchen ist auch Cat. Willst du nicht mal hin mit wieder die Cosmopolitan? Sie leiden. Also, man kann überwältigt sein und man kann unterwältigt sein. Kann man auch so. Also ich glaube, in Europa schon. Hey Mädels, habt ihr den süßen kleinen Schnupplius auf der Spritze in meinem Wagen? Wo steht das? Hinten auf dem Parkplatz. Das ist ja eine ganz charmante Verbindung, ne? Das ist wieder weh. Hallo Katharina, heute schon jemand in den Tränen gestürzt? Leider noch nicht, aber es ist ja noch etwas Zeit. Hi Daddy. Hallo Spatz. Und wo bist du gewesen? Nirgendwo. Hey, was ist denn das? Ein Schreiben von Harvard. Ist Harvard nicht ziemlich weit weg? Ja, das macht es ja so attraktiv. Ja, ich dachte, wir hätten beschlossen, dass du hier aufs College gehst, in Washington. Dass du ein Husky gehst, wie ich. Nein, das hast du beschlossen. Oh, na schön. Also willst du dein Zeug packen und einfach verschwinden, ja? Na, wollen wir es hoffen. Daddy, frag mich einfach, mit wem du heute nach Hause gefahren. Kate, wechsel nicht das. Gefahren? Wer hat dich nach Hause gefahren? Daddy, bitte nicht aufregen, aber es gibt da einen Jungen, der ein unglaublicher Vollidiot ist. Bitte? Und ich nehme mal, der wird mich fangen. Oh, warte. Ich glaube, ich weiß, was er nicht fragen wird. Und ich kenne auch die Antwort. Sie lautet nein. Sie lautet immer nein. Wie lauten die beiden wichtigsten Regeln des Hauses? Nummer 1, kein Date vor deinem Abschluss. Nummer 2, kein Date vor deinem Abschluss. Das Daddy, war's. Daddy, das ist einfach nicht fair. Schön, willst du wissen, was nicht fair ist? Und das gilt für euch beide. Heute Morgen habe ich eine 15-Jährige von Zwillingen entbunden. Und wisst ihr, was sie mir gesagt hat? Ich bin eine Crack-Guru und hätte den Dreckskerzen und ein Kondom zu benutzen. Fast, aber nein. Sie hat gesagt, hätte ich doch nur auf meinen Vater gehört. Aber das hätte sie gesagt, wenn sie nicht unter Drogen gestanden hätte.
Schwester hat auch keine. Und weshalb ist das so? Du müsstest mal diese ungewaschenen Proleten an dieser Schule sehen. Wo starrst du eigentlich hier auf dem Planeten der Loser? Im Gegensatz zum Planeten hier bin ich verbildlich. Also gut. Wir werden das folgendermaßen lösen. Alte Regeln gestrichen, neue Regeln. Bianca kriegt die Idee. Wenn Cat eins hat. Aber das ist ja gut, was sind Sie eins hat? Dann hast du eben auch keins. Oh, das ist richtig gut. Ich werde ganz gut schlafen können. Der tiefe Schlaf eines Vaters dessen möchte sich nicht von irgendwem schwängern lassen. Über Arbeit werden wir noch reden. Mach's gut, Dad. Daddy wart. Ich muss los. Gibt es nicht irgendwo einen blinden, tauben Trottel, damit dir ausgeht, damit ich mich auch mal verabreden kann? Tut mir leid, es sieht ganz so aus, als müsstest du auf die charmante Unterhaltung von Joey Tito oder Donald verzichten. Boah, du Also, ich habe da ein paar Jungs zusammengetrommelt. Das Beste vom Besten. Hi. Ist jemand von euch scharf auf ein Date mit Katharina Stratford? Möglicherweise, wenn wir die letzten Menschen auf der Erde wären, es keine Schafe gäbe.
Gibt es Schafe? Ich glaube, wir haben da noch was zu bewegen, oder? Wieso denn? Wir lassen ihn alles organisieren und du kümmerst dich so lange um Bianca.
Gut. So machen wir das. Ich habe Spaß in sich, oder? Gestern Abend eine tolle Ente da drüben. Kenn ich dich? Siehst du die Kleine da? Ja, das ist Cat Spreadmon. Du solltest mit dir warten. Ja, klar, Spaß, die. Hör zu, ich kann erst mit ihrer Schwester ausgehen, wenn Cat ein Date hat. Ihr Alter hat einen Schuss, der hat das so. Hey, hör zu, er schüttelt eine Geschichte. Ja, ehrlich, interessiert mich bloß nicht. Wärst du bereit, darüber nachzudenken, wenn ich dich großzügig dafür entschädige? Du willst mich dafür bezahlen, dass ich wieder ausgehe? Mhm. Wie viel? 20 Mäuse. Na schön, sagen wir 30. Boah, das kannst du mal überschlagen, okay? Wie geht das Kino? Das macht 50 Mäuse. Und das Popcorn, da sind wir bei 58. Und Sie will sicher die Schoko gesehen, oder? Dann sind wir bei insgesamt 75 Lappen. Junge, wir führen hier keine Verhandlungen. Schlag ein oder vergiss es. 50 Mäuse und wir sind im Geschäft. Großartiger Einsatz, Leute. Thank you.
Sommer. Was hältst du von dem neuen Look? Ich mein's ernst. Willst du zu, vielleicht ist unter all dem Fuß etwas Hübsches verborgen. Ich bin nicht frustriert, ich bin genervt. Ach komm schon. Versuch mal ein bisschen charmant zu sein. Die Leute würden dich nicht wiedererkennen. Wozu? Mich interessiert nicht, was die Leute von mir denken. Ach, das ist doch Unsinn. Nein, das ist wahr. Du solltest nicht mal so sein, wie wir einen haben wollen. Ich liebe es, wenn man mir zu Füßen liegt. Wo hast du die Perlenkette her? Die ist von Mama. Sag bloß, du hast sie 3 Jahre lang versteckt. Nein, Diddy hat sie erst letzte Woche in der Schublade entdeckt. Und jetzt hängst du sie dir einfach um den Hals? Jetzt, sie wird sicherlich zurückkommen und sie wieder haben wollen. Und abgesehen davon, sie steht mir echt gut. Glaub mir, kommt sie nicht. Hallo Joey. Du klingst so aufgeregt. Was? Meine Schwester hat was? Sie hat ihr Auto in dein Sportwagen gerammt? Nur weil du hinterher gepackt hast? Sag, dass das nicht wahr ist. Ja. Ja, ich weiß, dass sie ein Miststück ist. Und du hast sie auch nicht wirklich provoziert? Du hast nur Süße zu ihr gesagt? Naja, das provoziert sie natürlich. Joey, bist du noch dran? Cat, komm sofort nach unten! Cat, du sollst nach unten kommen! Was ist mit dir los? Du hast also Joeys Auto kaputt gefahren? Ja, sieht so aus, müsste ich den Bus nehmen. Hat dich schon mal jemand darauf hingewiesen, dass du total geisteskrank bist, Cat? Hast du dich wenigstens entschuldigt? Er hat meinen Wagen blockiert. Ich habe ihn wirklich gebeten, seinen Wagen wegzufahren. Und? Er hat seinen Wagen nicht weggefahren. Da ist er dann krank, hat es okay und ist mit ihm reingefahren. Aber du hättest sein Gesicht sehen müssen, als ich es gesagt habe. Ups, meine Versicherung zahlt nicht für prämenstruelle Zicken. Mein Gott, dann sag mir, ich habe einen Speckern. Geht es um Harvard? Willst du mich dafür bestrafen, weil ich dich in der Nähe haben will? Willst du mich dafür bestrafen, dass Mom abgehauen ist? Könntest du sie aus dem Spiel lassen? Schön, dann hör auf, meine Entscheidung zu treffen. Ich bin dein Vater, das ist mein Recht. Was ich will, spielt keine Rolle. Du bist 18, du weißt nicht, was du willst. Das weißt du vielleicht, wenn du 45 bist. Und wenn du es dann weißt, bist du zu alt, um es zu genießen. Ja, weißt du, was ich will? Wir reden später. Wenn die 50 Dollar hinwippere, dann erwarte ich Ergebnisse. Ich arbeite dran. Zuzusehen, wie dieses Stand um mein Auto zu schrotten, zählt nicht als Date. Also, wenn du leer ausgehst, gehe ich auch leer aus. Das will ich. Mein Preis ist gerade gestiegen. Was? Du hast genau gehört. Mein Preis ist gerade gestiegen. Vergiss es. 100 Steine im Voraus, oder? Nicht. Hoffen wir, dass du so clever bist, wie du tust, Nonna. Geh du. Nein, geh du. Ich bin aber schon letztes Mal gegangen, oder? Okay.
wissen genau, was du vorhast, Katrina Stratford. Ja, und das ist noch ein kleiner. Ich dachte, ich helfe dir. Wieso denn das? Also, weißt du, mein Freund Cameron hier ist tierisch verschossen in Bianca Stratford. Was ist denn los mit der Tussi? Hat sie Nippel mit Biergeschmack oder was? Nein! Also, denke ich bitte korrekt aus, wenn ich frage, dass Cameron Schüler ein besonderes. Mehr wert als die 5 Dollar. Donner. Donner kann vögeln, wen immer möchte. Ich bin nur scharf auf die Kohle. Okay, gevögelt wird nicht. Also, ich denke, ich muss das mal erklären. Wir haben das Ganze eingefädelt, damit er nicht rein reinkommt. Joey ist nur mit zum Zweck. So, wollt ihr mir helfen, der Beste die Pfanne zu ziehen? Ja, wir recherchieren für dich. Wir finden heraus, was sie macht. Wir sind deine Jungs. Das war auf rein nicht Gefängnis für mächtige Art und Weise. Wir sollten direkt damit anfangen. Am Freitagabend ist Bobys Party. Das wäre doch ein super Aufhänger. Aufhänger wofür? Für dich, Cat einzuladen. Ich denke drüber nach. Sollte eigentlich die Wein- und Käseparty für unsere zukünftigen Wirtschaftslenker werden. Oh Gott. Sollen wir direkt klar? Klar. Das ist jetzt wichtig. Welches von den beiden gefällt dir besser? Das weiß ich schon, gefällt mir besser. Ja, es ist irgendwie... philosophischer? Verdammt. Ich wollte nachdenklich werden. Was soll's? Gehst du am Freitagabend zu Mobilos ins Party? Ja, vielleicht. Gut, dann weißt du, ohne dich wird es mir nämlich zu dämlich da. Gracias.
Stundenplan. Nein. Nein. War es ein Ja? Nein. Nein.
ihr hättet durchs Fenster steigen wollen. Hi, Daddy. Hi, wo wollen wir denn hin? Also, wenn du es unbedingt wissen willst, wir wollten zur Mathe-Arbeitsgruppe. Auch bekannt als Orgie. Mrs. Redford, das ist nur eine Party. Und die Hölle ist nur eine Sauna, hm? Weißt du irgendwas von einer Party? Aber ich habe denen gesagt, dass ich kommen würde. Wenn Kat nicht geht, gehst du auch nicht. Ende der Diskussion. Oh, kannst du nicht für einmal normal sein? Definiere es mal. Bogie Lohnsdienst Party ist normal. Was ist denn Bogie Lohnsdienst? Bogies Party ist ein willkommener Anlass für all die Idioten auf unserer Schule, um zu saufen und um sich aneinander aufzugeilen, in der Hoffnung ihres armseligen Lebens und ihrer konsumorientierten Lebens zu entfliehen. Kannst du nicht für einen Abend mal vergessen, dass du die Pest bist und meine Schwester sein? Bitte, Kat, komm schon. Tu mir den Gefallen. Na schön. Lass mich da blicken, okay? Das ist das Ende. Das ist nur eine Party, Daddy. Erst legst du den Schwangerschaftsbauch an. Oh, Daddy, nee! Nur für einen Moment hier im Wohnzimmer, damit du die volle Tragweite deiner Entscheidung begreifst. Ich bin dir vollkommen. Oh, jedes Mal, wenn du auch nur daran denken würdest, einen dieser Typen zu küssen, würdest du dir vorstellen, wie es ist, damit rumzulaufen. Baby, du bist vollkommen psychotisch. Nein. Können wir jetzt gehen? Moment noch. Kein Alkohol, keine Drogen, keine Küsse, keine Piercings, keine Tattoos. Und keinerlei rituelle Tieropfer. Oh Gott, ich bringe sie nur auf dumme Ideen. Hey! Was machst du denn hier? Halb zehn, oder nicht? Bin zu früh. Wie auch immer, ich fahre. Die hat deine Schwester angebumst. Ich meine, wenn du dich mal amüsieren willst, da steht echt der Wert.